Und damit moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Konarium. Und wir sind hier unten in diesem komischen Unterwasser-Ding. Ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen. Oh nein, da ist der schon wieder. Okay, wir werden jetzt erstmal nicht in seine Richtung gehen. Duck. Achtung. Was haben wir denn hier drin? Na toll, die Tür lässt sich öffnen. Nein, da gehen wir noch nicht rein. Was ist hier? Warum steht hier ein Baum? Warum ist meine Taschenlampe aus? Glossopteris. Ja. Du mich auch. Okay, ein Baum, ja, super. Das hat es also mit diesem Baum auf sich? Nix. Locked. Immerhin wird das dann mit dem X angezeigt. Das ist ganz praktisch. It's stuck. Natürlich. Wo geht's hier hin? Oder ist das auch? It's stuck. Ja. Depot geht da drauf. Okay. Locked. Da ist der Fahrstuhl, wo wir herkommen. Okay, Link Elevator. Was auch immer das ist. Da ist dieses komische Viech links gegangen. In die Richtung. Können wir nichts mitnehmen? Nein. Vor allem kriegen wir immer Kopfschmerzen. Was soll der? Warum habe ich Kopfschmerzen, wenn ich den sehe? Und warum ist er da längs gelaufen? Ist er da durchgegangen? Kommen wir da überhaupt durch? Danger? Ja, wir kommen durch. Was ist das denn? Up, down? Was ist das denn? Der Linkaufzug ist einsatzbereit. Wir können damit jetzt sowohl den Turm als auch die unterirdischen Etagen der Basis erreichen. Die Lagerausrüstung und die Teile für die transportablen U-Boote werden zum ersten Lager gebracht. Turm, Basis, Höhleneingang. Okay. Da möchte ich jetzt aber lieber noch nicht längs gehen. Ich bin nämlich hier auf dieser Etage noch nicht fertig. Ich möchte wissen, was da links ist. Hier gab es nämlich noch eine Tür. Biolab. Ja, genau. Diese Geräusche, die schocken mich nicht. Aber dieses komische Viech, ich will wissen, was das ist. Und ja, im Dunkeln leuchtende Pilze da links. Hm, ja. Hier sind noch ein paar. Er hat den Kühlschrank offen gelassen. Was? Okay, den können wir auch öffnen. Nein, wieder zu. Aber den hier können wir nicht zumachen, oder? Nö. Permanently stuck open. Der ist quasi gefroren. Was ist das? Was? Was muss ich aufbekommen? Warum muss ich das aufbekommen? Wer hat gesagt, dass ich das aufbekommen muss? Ah, eine Notiz. Ich habe Notizen gefunden, in deren Ursprung des Konariums... Was? Denen der Ursprung des Konariums beschrieben wird. Was ist ein Konarium? Okay, Dr. Faust hält sich äußerst bedeckt, wenn es darum geht, wie er auf die Idee für das merkwürdige Erkundungsgerät kam, das er bereits vor langer Zeit gebaut hat. Er ließ mir gegenüber lediglich durchsickern, dass er verbotene und verloren geglaubte Schriften gefunden hätte, die von einem Gerät außerirdischen Ursprungs handelten. Okay, jetzt wird's mysteriös. Jedoch verweisen auch diese Quellen nicht auf die Existenz solcher Wesen auf der Erde. Beweise dafür finden sich lediglich in den Träumen mancher Individuen wieder, die regelmäßig ein bestimmtes alkaliartiges Kraut gekaut haben. Die Sitzungen im Tagungsraum, die dazu gedacht waren, unser Nervensystem an die fremdartigen Impulse der Maschine anzugleichen, waren zuerst beängstigend. Eine übermäßige Verwendung der Maschine führt den menschlichen Körper an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Doch nun habe ich mich an diese nichtmenschlichen Gefühle gewöhnt. Ja. Und es kommt mir so vor, als würde das Gerät meine Gedanken klären, damit ich mehr als je zuvor aufnehmen kann. Übrigens, ja, da oben habe ich mich verlesen. Da es sich bei den Sitzungen um ein gemeinschaftliches Erlebnis handelt, ist jedoch das Eigenartigste daran, dass ich Eindrücke, Ideen und selbst Erinnerungen der anderen Teilnehmer erhalte. Für gewöhnlich schweifen meine Gedanken nach dem Ende der Sitzung ab und ich kann nicht klar denken, bis ich einige Stunden Schlaf abbekommen habe. Dieses merkwürdige Gerät verwirrt Körper und Geist, doch ich bin der Überzeugung, dass diese Erfindung von unschätzbarem Wert sein wird. Ja, kann sein, aber warum muss ich das Ding hier aufkriegen? Was ist das? I need a phonograph cylinder.
Ich brauche eine Phonographenwalze. Natürlich brauchst du das. Ja, da ist das schon wieder. Hier ist noch eine Tür. Dort. Natürlich zu. Wer hätte es gedacht? Hier ist noch eine Taschenlampe, falls wir noch keine haben. Und das hier? Locked. Na toll. Oh nein. Da ist sogar eine Pflanze drin. Okay. Den Lichtschalter können wir nicht betätigen, aber das Kabel führt hier irgendwo hin. Gut. Hier geht's erstmal nicht weiter, das heißt, wir müssen tatsächlich mit diesem komischen Aufzug fahren. So, hier können wir mal ein bisschen rennen. Lalalala. Lalalala. So, mal sehen, wir kommen nach... Könnte die... Tower oder Cavern? Ich glaube... Ach nö. Na toll. Was haben wir denn? Handschuh? Funkgerät? Was ist eigentlich dieses Handschuhding? What was the need for such security measures? Looks like I need something to get this elevator to work. Aber was ist das mit der Hand? Was haben wir da? Also wir brauchen irgendeine Kurbel oder sowas. Ich sollte das Licht anmachen, sonst ist es hier viel zu dunkel. Aber irgendwie müsste doch die Kurbel dann hier vielleicht im Labor sein oder so. Oder liegt die hier irgendwo rum? Was? Nuku Nukua Bar Expeditionshandbuch? Derby Pigman, Schneider Stiftung, 1948-49. Okay, gut. Kann passieren. Also gibt es hier drin irgendwo eine Kurbel? Nö. Nein. Nö, keine Kurbel. Ja, da brauche ich eine Phonographenwalze, aber warum? Ah, hier gibt es wieder Sachen zum Angucken. South Polar Chart. Geht's da? Unlesbar? Was gibt's da? Auch unlesbar? Und das? Auch unlesbar. Irgendwelche komischen Pflanzen. Ansonsten hier noch ein Notizzettel. Boah, ist das grell. Neues Lager erreicht. Nee, errichtet. Wir warten auf neue Proben. Ha! Was ist das denn jetzt? Eine Katze. Okay. Was ist das hier? Ich mach mal das Licht aus. Voll dunkel. Okay. Ägypten? Ausgrabung? Was ist das? Es gibt ein Problem mit einer der Kühlkammern. Ich habe sie beschriftet. Sie muss schnellstmöglichst überprüft werden. Schön. Wo kommt denn die Katze auf einmal her? Hier war doch alles zu. Katze? Leider mit dir nicht interagieren, Katze. Und du scheinst dich sehr intensiv die Pfote zu putzen. Dir sehr intensiv. Die Pfote zu putzen. Okay, I need something to get it open. Die Kabel laufen alle in diesen Kasten da. Was ist das? Schaltkasten. Lässt sich nichts machen. Warum geht die Tür hier nicht auf? Brauche ich einen Schlüssel oder sowas? Na toll. Ja, ist ja gut, kleine Katze. Also hier unten kommen wir scheinbar nicht weiter. Alles zu. Ah, verdammt. Aber immerhin habe ich was entdeckt. Dass wir vielleicht durch Lüftungsschlitze kommen. Auch wenn wir keine Katze sind. Gibt es hier irgendwo noch Lüftungsschlitze? Zum Beispiel beim Zelda-Elevator. Nö. Nein. Nix. Da fehlt nur der Hebel. Okay, gut. Aber immerhin habe ich schon mal was rausgefunden, dass man auf sowas achten muss wie Lüftungsschlitze. Denn es ist immer noch die Muschi-Katze? Miau. Hier gibt es keine Lüftungsschlitze? Nö. Nein. Schade.
Vor allen Dingen können wir den Schalter ja auch nicht betätigen, aber irgendjemand hat hier den Schalter angezapft mit dem Kabel. Na ja, gut. Dann gehen wir wohl mal wieder nach oben. Quatsch. Noch ein weiter. Moment. Nein, wollte ich nicht. Aber den Hebel können wir nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Ich hätte gern den Hebel mitgenommen. Ja. Knarz. So. Wir sind wieder oben. Und immer geht meine Taschenlampe aus. Waren wir eigentlich schon überall? Ne, die R2s, mit denen kann man nichts machen. Das sind Kühlschränke. Das weiß ich ja jetzt. Wenn dieses Gequietsche und Geknarze und sowas. Vor allen Dingen bin ich auch noch so, ich vergesse immer, wo ich war. Hier bin ich reingekommen in diesen Bereich. Infirmary, ja. Hier gab es aber nirgendwo einen Hebel oder sowas. Nein. Also da war ich. Oh, smells awful in here. Okay. Jetzt fällt ihm das auf. Also eben, als ich das erste Mal hier drin war, ist ihm nichts aufgefallen. Aber jetzt plötzlich stinkt's hier drin. Natürlich. Wer hätte es gedacht? Eben alles einwandfrei und jetzt plötzlich... Mann, das stinkt hier drin. Und was ist dieses komische Armbandding, was wir haben? Okay, ich werde jetzt tatsächlich mal wieder hier rausgehen. It's dark. Ja, hier ist zum Beispiel auch so ein Lüftungsding. So. Living Quarters, waren wir hier schon? Glaub noch nicht, oder? Locked. Na toll. Locked. Locked. Open. Mal sehen, Nikolai Gogol, The Portrait. Ja, das Porträt. Wow. If his coat is just right here, where is he now? Ja, wenn seine Jacke da ist, wo ist er? Stifte? Locked. What the fuck war das? Okay. Ja, wenn das nicht so eine schlechte Physik gewesen wäre, dann wäre das ein Schockmoment gewesen gerade eben, wo diese Figuren rumflogen. It's locked. It's locked. Okay. Private Rooms? Irgendwie ist dieser Bereich hier viel größer als die anderen Bereiche. Locked. Natürlich. Oh. Guck erstmal die anderen Türen. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Okay, ich bin also Frank. Frank Gillmann. Locked. Dr. Faust hat natürlich abgeschlossen. Hier liegen noch mehr Sachen rum. Pillen und sowas. Wieder mal undurchschaubarer Nebel draußen. Aber da können wir durch. Ja, natürlich. Überall die Taschenlampen. Ja, gut. Ist ein kuscheliges... Kuschelige Wohnung. Was ist das, was da blinkt? Nix drin. Was ist das? Okay. Was hat das jetzt bewirkt? Okay. Geht das noch schneller? Ich weiß nicht, was ich hier mache.
Da im Hintergrund Zoetropie oder was? Okay. Das stellt die Dinger breiter, also. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Aber hier finden wir eine Kurbel, die wir brauchen. Ja, was ein Spiel. Ja, das Ding geht nur auf, wenn das da richtig eingestellt ist. Wetten. Hat Hidden Plants of Great Unbekannte Pflanzen der Vorzeit. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade übersetzen, aber nein, das Spiel hat das mir weggenommen. Nee. Gut, wir haben auf jeden Fall mal einen Hebel. Hier. Dieses Objekt sieht mir wie ein Stiel aus. Ja, und ich nehme mal an, das ist für den Fahrstuhl da unten. Wir waren immer noch nicht überall hier oben. Hierdurch sind wir da, durch die Tür sind wir reingekommen. Das heißt, hier müssen wir noch links. So. Na toll. Aha. Ja, okay. Ja, wieder irgendwie Snow Goggles. Leer. Oh, eine Notiz. Hansens Notizen. Okay. 6.7.49. Die Albträume haben ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Noch immer begegnet mir dieselbe männliche Gestalt in meinen nächtlichen Visionen. Doch mittlerweile hält er etwas in der Hand, vermutlich eine Lotusblüte. Wir führen nach wie vor dieselbe düstere und ernste Unterhaltung, Nacht für Nacht. Doch ich erinnere mich immer noch nicht an den Inhalt dieser. Manchmal vernehme ich seine Stimme über das Funkgerät, wenn ich arbeite. Es sind keine verständlichen Sätze, sondern eher eine Art unterbewusstes Gemurmel. Ich habe Angst davor, jemanden davon zu erzählen, denn man würde mich mit ziemlicher Sicherheit suspendieren. Und mit diesem vorgelesenen Text würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge weiter an, was im Crew Quarter passiert ist. Ich würde sagen, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr wissen wollt, wann Videos kommen, und drückt die Glocke. Ich sage tschüss, bis morgen. Tschüss!